Hallo und herzlich willkommen zu Josis Handicrafts. Ich zeige dir, wie du aus drei Stückchen Papier einen Kreisel falten kannst. Dazu brauchst du drei gleiche quadratische Stücke Faltpapier. Ich habe 15 auf 15 cm genommen, 1 cm weniger, wenn du welche hast, ist auch nicht schlimm. Der Kreisel besteht aus drei Teilen. Wir beginnen mit Teil 1. Falte das Papier zweimal zu einem Buch. Achte darauf, dass du genau Ecke auf Ecke legst und beim Falten oben einmal festhältst, nach links und nach rechts streifst und mit dem Daumen gut feststreifst. Falten das Buch wieder auf und falten das zweite Buch. Öffnen die Faltung wieder und falten einen Brief. Das heißt, alle Ecken werden exakt nach innen gefaltet. Jetzt faltest du noch einen zweiten Brief. Zum Feststreifen kannst du auch ein Faltbein benutzen. Dann werden die Faltkanten schön scharfkantig. Wenn du die Faltungen nur platt drückst, so, dann funktioniert dein Kreisel am Ende nicht. Jetzt musst du die Ecken von innen wieder nach außen falten und schau, dass die Spitze von der inneren Ecke genau außen auf der Faltlinie liegt. Damit wäre Teil 1 fertig. Teil 2 beginnt genauso. Wir falten das Papier wieder zweimal zu einem Buch. Öffnen die Faltungen wieder und falten einen Brief. Jetzt wendest du deine Arbeit und faltest wieder einen Brief. Jetzt wendest du deine Arbeit wieder und faltest noch einmal einen Brief.
Jetzt wendest du die Arbeit noch ein letztes Mal und dann musst du alle Ecken, die hier innen sind, einmal nach außen falten. Am besten gehst du mit dem Finger noch hin und dann schiebst du die Ecke richtig so nach außen. Jetzt auch ein bisschen ziehen, so dass sie einfach schön auf der anderen Ecke sitzt und gut feststreifen. Einmal drunter und dann nach oben schieben. Das wäre Teil 2. Jetzt kommen wir zu Teil 3. Der Anfang ist wieder genauso. Falte zweimal ein Buch. Öffnest du die Faltung wieder? Jetzt falten wir wieder einen Brief. Jetzt falten wir einen zweiten Brief. Und jetzt musst du alle Spitzen in die Mitte falten, aber nicht ganz bis zum Mittelpunkt, sondern bleib ungefähr einen halben Zentimeter vorher vor dem Mittelpunkt. Ja? Hier ist der Mittelpunkt und bis hierhin geht deine Spitze. Du siehst hier an den Seiten, hast du dann immer ungefähr den gleichen Abstand von der Ecke. Und das musst du jetzt richtig gut feststreifen. Kannst vorher mit deinem Finger so ein bisschen hier in die Mulde gehen, dann lässt sich's leichter umfalten. So entsteht in der Mitte jetzt hier so ein Kreuz. Und jetzt müssen wir zwei Kopftücher falten. Das heißt, falten die untere auf die obere Spitze. Und dann entsteht hier so ein kleines Dreieck oder Kopftuch. Und auch das streifen wir gut fest. Das öffnen wir wieder und in die andere Richtung auch nochmal. Jetzt öffnen wir es. Und wir wenden jetzt einmal die Arbeit. Und durch das Kopftuchfalten haben wir jetzt zwei Bergfalten bekommen. Die gehen so nach oben. Und jetzt brauchen wir noch zwei Talfalten. Und zwar geht es einmal dann hier und einmal hier entlang. Und dafür falten wir jetzt zwei Bücher. Das heißt, das erste Buch wieder öffnen und das zweite Buch auch falten.
und auch wieder öffnen. Und jetzt musst du die Berg- und Talfalten ausformen. Das heißt, du gehst mit deinen Fingern hier an die Talfalten und zwickst da so ein bisschen rein und schiebst gleichzeitig deine Finger zusammen. Und dann entsteht so dieser Stern. Und damit er noch ein bisschen besser hält, nimmst du drei Falten und drückst sie nochmal ganz fest zusammen. Und dann nimmst du zwei, legst sie auf die andere Seite und hast wieder drei und drückst sie nochmal zusammen. So. Und jetzt bist du fertig mit Teil 3. Jetzt müssen wir alle Teile noch zusammensetzen. Du nimmst Teil 2 und klappst die Ecken ein bisschen nach oben. Und jetzt wird der zweite Teil in den ersten Teil eingesteckt. Und zwar so, dass die Spitzen immer hier eingehen. Die erste hältst du dann fest. Und jetzt nimmst du dir eine der vom ersten Teil und legst die Ecke genau zwischen die beiden anderen Ecken vom zweiten Teil. Hier unten hochziehen und da einlegen. Hier auch von unten vorziehen und dann hier zwischen die beiden Ecken legen. So, und jetzt gehst du mit deinem Finger hier unten rein. Pass auf, dass es hier an der Seite nicht einreißt. Und jetzt formst du diese Faltlinie, formst du ein bisschen aus mit Gefühl. Hier drunter und ein bisschen, da kann man mit dem Finger so ein bisschen bohren und mit der anderen Hand oben halten, dann funktioniert das ganz gut. So. Und jetzt nimmst du den dritten Teil und schiebst ihn unter den blauen, den zweiten Teil, der ist bei mir blau. Also hier drunter. Und jetzt musst du ein bisschen den Stern ein bisschen biegen und drunter schieben. Auf der Seite auch. Ein bisschen verbiegen und drunter schieben. So. Und jetzt, wenn du richtig schön scharfkantig gefaltet hast, drückst du hier noch ein bisschen nach unten. Und wenn du jetzt umdrehst, hast du hier unten so eine kleine Wölbung. Und durch diese Spitze dreht sich dein Kreisel. Also, viel Spaß beim Kreiseln. Bis zum nächsten Mal.